Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Ja, ein bisschen komisch ist. Ich weiß nicht, ob alles funktioniert. Bis jetzt sieht aber alles gut aus. Denn ich hatte das Phänomen. Ich habe eine Warnung bekommen wegen Mod-Inkompatibilität. Dabei habe ich gar nichts geändert. Es ist eigentlich alles so, wie es sein soll. Vielleicht hat das Spiel einen Patch bekommen. Ist der tot? Ja, wenn er tot ist, dann wird er geschlachtet. So, wir waren im letzten Mal noch zwei Mechs zu bauen, damit unsere Soldaten das haben. Und wir sind ja hier dabei, das zu bauen. Es fehlt im Prinzip nur Elektronik. Ja, das heißt eigentlich, ne? Montieren. Eins. Ne, Vivian und Kana sind fürs Montieren da. Und Elektronik. Brauchen wir halt nur Silizium. Und Dingens. Wie viel haben wir? Davon haben wir. Wie sieht's bei Silizium aus? Haben wir auf jeden Fall genug. Und dann brauchen wir natürlich Strom, ne? Den ganzen Strom, den wir hier reinballern müssen. So. Macht schon Sinn. Dann lassen wir auf jeden Fall auch nochmal auf Tour gehen. Hier, Trümmer einer Landekapsel macht Xiao. Ember geht nochmal auf Erkundung, würde ich sagen. Wir haben hier nochmal Erz. Erz. Außerirdische Lernmaschine. Ember, kannst du irgendwas lernen? Gucken wir mal. Bauen, kämpfen. Intellekt oder physisch wäre praktisch bei Ember. Dann machen wir außerirdische Lernmaschine, Ember. Also einen kompletten Laserzaun drum knallen. Braucht aber ultra viel Strom. Oh. Machen wir mal über 500, ne? Allein für das Ding werden wir 500 brauchen. Na gut, wenn die hier alle stehen, dann könnten wir tagsüber genug haben. So, ich würde sagen, ich gehe auch mal auf die Kommentare ein. Und zwar von der Lu, Folge 73. So. Er hat geschrieben. Also Lu hat geschrieben unter Folge 73. Hallo Melo, wow, ich habe es noch in Folge 73 reingeschafft mit meinem Kommentar. Danke dafür. Zu dem. Sekunde. Metallschrott, Notration. Zu dem Spambots kann ich dir sagen, die kommen nicht von mir. Aber ich meide diese, aber melde diese doch bei YouTube. Die freuen sich bestimmt, denn Bots sind ja eine richtige Plage hier. Ich glaube, die sind auch schon weg. Also seitdem ich den Hauptkanal da blockiert hatte, kam nichts mehr bei mir. Körperliches. So, zum Urlaubsverhalten. Mein letzter Urlaub, der nicht zu Hause stattgefunden hat, ist jetzt auch 35 Jahre her. Das ist ja mehr, als ich alt bin. Krass. Ich war, denke ich, immer zu geizig, so viel Geld auszugeben, für 2 Wochen irgendwo hinzufliegen und in der Sonne braten. Zumal ich Flugangst habe. Ich habe meinen Urlaub immer gern zu Hause mit meinen Katzen verbracht und nichts bereut. Aber jeder ist anders und hat andere Prioritäten und Interessen. Also das kann ich absolut nachvollziehen, ne? Also dann da, ich sag mal so, 2.000 bis 4.000 Euro auszugeben für 2 Wochen, ja, damit man da so sich einen schönen hat. Weißt du, da, mit dem Geld kann man so viel mehr machen, ne?
Das ist schon krass. Das ist ein halber Gaming-PC. Gut, ich weiß zurzeit gar nicht, wie viel so ein Gaming-PC kostet, weil ich mein Geld im Moment nicht für PC ausgeben kann. Ich bin erstmal jetzt hier auf Solaranlagen fürs Haus. Und das ist auch nicht billig. Selbst mit den 19% Rabatt vom Staat ist das immer noch teuer. So, was haben wir denn hier? Wir brauchen unbedingt die neue Technologie. Das heißt, Ember geht nochmal auf Expedition. So, brauchen wir Öl, Waffenkammer, Raumschiffstimmer, Supercomputer. Ja, Xiao, du gehst nochmal auf Erz. Wir brauchen natürlich auch mehr Metalllegierung. Jetzt geht die ganze Metalllegierung auch erstmal hierfür drauf, ne? Ach ja, die gehen ja auch bestimmt noch hier oben die Dinger abbauen. Ja, guck mal, hier liegt so viel Zeug rum. Unglaublich. So, weiter im Text. Zum Spiel. Das mit der Kräutermedizin wusste ich nicht, dass dies eine Mod ist, denn man kann aus dem Hauptspiel eine Pflanze erbauen, die Antibiotika liefert. Bei dem Update auf Version 1.0 sind so viele Pflanzen neu hinzugekommen, die ich vorher nie kannte. Ich habe übrigens schon dieses Szenario abgeschlossen und kann sagen, es hat sich, obwohl ich auf leicht gespielt habe, ohne Mods, ist man ganz allein auf dem auf sich mit 6 Leuten gestellt und das ist gar nicht so einfach, selbst nicht auf leicht. Zur Kleidung kann ich nur sagen, dass die synthetische die bessere ist und natürlich wollen die alle deine Leute diese tragen, da sie ja für alle Jahreszeiten optimal ist. Wobei ich mich frage, wenn du sagst, die Kleidung ist nur für die Kämpfer, aber alle tragen noch Waffen, sind dann diese mit niedrigem Kampfwert dumme Bauern, die man opfern kann? Nee, das ist reine Selbstverteidigung. Wenn die Soldaten durchgebrochen sind, dass die, ich sag jetzt mal, dummen Bauern sich noch wehren können, dafür ist es da. Aber damit die Soldaten nicht überrannt werden, ist für die natürlich Priorität, dass die gute Ausrüstung haben, damit die Soldaten nicht zu den Waffen greifen müssen. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass wir hier Bauernopfer haben, die wir opfern, sondern dass die sich im Notfall, falls wir überrannt werden, sich noch zur Wehr setzen können. Also einer kann eine Laserpistole haben. Geh sofort dahin. Ich habe einen Datenspeicher des Schiffs entdeckt. Dieses kleine Modul enthält Teile des Schiffsspeichers, Flugprotokolle, Besatzungsprofile, persönliche Mails und so weiter. Ja, Technologie. Wir brauchen unbedingt Technologie. Ich habe ein kleines Datenterminal gefunden, das die vollständige Autobiografie eines Heißluftballon-Abenteurers aus dem 18. Ich nehme an, Jahrhundert. Es ist eine gute Anleitung, was man beim Betrieb von Ballons nicht tun sollte. Nebenbei bemerkt, gibt es eine Menge Hinweise, wie man Effizienz der Ballonbrenner verbessern kann. Nice. Mehr Technologie. Dafür schicken wir Ember los.
So. Weiter im Text. Allgemeines. Klar kann ich sehen, wie du eine Folge in der Playlist abgeloadet hast. Es wird ja von YouTube angezeigt, wie viele Videos noch nicht freigegeben sind. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du immer nur nach deiner Nachtschicht Videos aufnimmst, da ich davon ausgehe, dass du nicht immer nur Nachtschicht hast. Aber du machst das schon ganz gut und dafür gibt es noch zwei extra Normen. Bis zum nächsten Kommentar. Freundlich grüßende Lu. Ja, dazu kann ich sagen, dass ich natürlich meine Aufnahmesession an meine Arbeit angeknüpft habe. Das heißt, wenn ich keine Bringschichten habe, dann beginnt natürlich mein Wochenende immer nach der letzten Nachtschicht. Und da beginnt dann auch der Zeitpunkt, wo ich wieder aufnehme. An dem Tag nach meinem letzten Arbeitstag, also meinem Tag, wo ich theoretisch ins Wochenende starte. Mein Wochenende ist halt nicht so für wie für euch so Samstag, Sonntag, sondern das kann halt jeder Tag sein. Halt immer der Tag nach meiner letzten Nacht. So, und wenn ich dann natürlich noch so, ich bin dann meistens immer total aufgedreht nach der Nachtschicht und kann dann nicht schlafen und dann setze ich mich direkt dran und nehme auf. Habe ich tatsächlich heute auch gehabt mit RimWorld, bin dann aber pennen gegangen, weil ich wurde dann irgendwann zu müde und bin dann jetzt wieder aufgestanden und nehme jetzt tatsächlich dann frisch ausgeschlafen auf. Das heißt, heute wäre sowas nicht passiert. Aber das kann man natürlich nie vorhersagen, das kann ich auch nicht. Das ist dann immer situativ bedingt. Aber ist ja nicht schlimm. So, nächste Kommentare vom Lu. Gummelo! Also guten Morgen. Mal wieder ein tolles Video. Ich freue mich schon mal auf die Macs. Mit denen gibt es endlose Staunen. So, genug für heute. Hab eh nur was geschrieben, damit du dich weiter angesporen fühlst. Mach weiter so mit freundlichen Grüßen. Ja, danke. Ja, also das ist tatsächlich, selbst wenn es nur so ein kleiner Kommentar ist, ne? Das ist wirklich unnormal anspornend. Selbst wenn da einfach nur einer schreibt, geil. Aber das war jetzt eigentlich schon richtig geil, ne? Also das, ich fühle das, ich mag das, geil, danke. So, Carsten hat geschrieben. So, meine Texte waren schon immer kürzer. Früher stand unter jedem Aufsatz in der Schule ausführlicher. Finde auch, man müsste das Gelände begradigen bzw. renaturieren können. Gebäude kann man ja draußen draufbauen, nur ist dann das Fundament so hoch, dass die Treppe gefühlt kilometerweit gehen. War bei dir nicht auch der Bug im Programm, dass man Bretterkonstruktion, Gebäude ohne Holz bauen kann? Das eröffnet sehr viele Möglichkeiten. Bei der Lehrmaschine drauf achten, dass sie nicht eh kurz vorm Erreichen der nächsten Stufe sind. Die Supercomputer sollen unendlich Prozessoren liefern. Ja, also den Bug hatte ich nicht, tatsächlich. Also ich erinnere mich zumindest nicht dran. Ah, hier, Elektronik geborgen. Nice. Ja, da habe ich drauf geachtet. Deswegen haben wir bei Emma ja dann auch physisch genommen. Alter, es fehlt echt nicht mehr viel Elektronik. Es muss halt geborgen werden, ne? Das ist halt die große Krux. Wir sind ja hier noch am Bergen. Ja, deswegen schicken wir Xiao auch jetzt erstmal nicht weg. Gut, hier frisst natürlich auch viel Elektronik. Aber immerhin sind die Metalllegierungen schon alle drin. Die sind wirklich schon alle drin. Krass. Respekt. Gut, ein riesiges Problem ist natürlich, die laufen jetzt immer auch hier hinten hin. Und das ist gar nicht so weit weg. Kann man auch plündern. Hier, um das alles abzubauen. Alter, wir haben so viel Carbon. Da müssen wir doch irgendwas bauen können.
Wir könnten die Häuser damit upgraden. Ja, wir könnten jetzt theoretisch Carbonräume machen. Wir könnten den Zaun in Carbon umändern. Weißt du was? Wir werden die Türme in Carbon umbauen. So. Das wird bestimmt teuer. Wenn wir die alle umgebaut haben. Aber gut, wir haben fast 2000. Damit wir super Türme haben. Das ist eine Verschwendung. Natürlich ist das eine Verschwendung. Aber ihr kennt mich doch. Aber wenn wir dann auch den Laserzaun drum hätten, sähe das bestimmt mega cool aus. Ist echt die Frage, ne? Wenn wir dann immer noch genug haben, ich glaube nicht, ich glaube wir haben sogar jetzt zu wenig. Aber gut, wir können ja hier noch einiges rausholen, na so viel ist das gar nicht. Aber wir haben ja noch mehr Insektennester. Dann kann man überlegen, immer noch die Gebäude hochzuzimmern. Frage ist, was machen wir mit dem ganzen Holz? Wir haben ja hier, glaube ich, jetzt schon, weißt du was, wir tun auch das Ernten verbieten. Wir erlauben das Pflanzen, verbieten aber das Ernten. Wir machen das so. Das machen wir bei Stroh bzw. Heu auch erstmal. Müssen wir vielleicht auch bei allen Sachen machen. Aber gut, das Lager ist ja noch nicht voll. Ach, guck mal, das Silo ist fertig. Die Frage ist, wie lange das hält, ne? Bis es weggammelt. Da ist jetzt 0 Grad. Aber ist das nur 0 Grad, weil auch draußen 0 Grad ist? Ich würde aber schon sagen, wir tun bei allen das Getreide jetzt erstmal raus, weil das sehr viel Platz wegnimmt. So, Getreide raus. Einstellung kopieren. Einfügen. Einfügen.
Einfügen. Einfügen. Einfügen. Einfügen. Einfügen. So. Carsten hat noch geschrieben, jetzt noch einen großen Mac bauen. Hammer. Das war eine ganz dumme Idee. Mit den Türmen. Egal. Weißt du, was cool wäre, wenn man hier den Turm anklickt, hätte dann hier bei Umbauen noch so eine Option hinzufügen und dann kann man darauf einen Turm, also ein Geschütz bauen. Tachyonquelle. Ember regelt. Ist das Erz? Ja, Xiao, hol nochmal Erz. Weil wir brauchen ja für die Elektronik Metalllegierungen. Aber die Metalllegierungen, die werden hier die ganze Zeit für irgendwas anderes benutzt. Für was benutzt du denn die Metalllegierung? Okay, oh. Da ist aber schon in sehr vielen Ressourcen drin. Aufsteigen, aufsteigen. Ist einfach pink. Ich versuche zu fliehen vor den Max. So, ich habe die Überreste eines alten außerirdischen Replikatorgeräts gefunden. Anscheinend wurde es zur Herstellung verschiedener Gegenstände benutzt, die für die Kolonisierung des Planeten benötigt wurden. Das System scheint zu fähig zu sein, aber seine Energiequelle hat nur noch genug Ladung, einen einzigen Vorgang. Was soll ich tun? Oh, eine zufällige Waffe. Gute Arbeit. Ich sehe hier die Leichen gar nicht. Im Schnee bin ich irgendwie blind. Impulsgewehr 2.0. Sollte Maki nicht die Pistole nehmen? Kana meine ich. Einfach verschwunden. Alter, tatsächlich viel billiger geworden. Ember, auf geht's.
ob hier das auch mitzählt, was hier rumliegt. Kann gut sein. Erz und Stein, gut gemacht. Okay, die Legierungen gehen direkt in den Mac rein. Also ich finde, dass hier Geschütztürme da durchschießen müssten können. Einmal wieder aufsteigen. Aufsteigen. Komisch, die Besitzer wurden zurückgesetzt. Komm, greift an. Egal, die verteidigen da. Gute Arbeit. So, ich sehe Schimmern eines riesigen Kronleuchters inmitten einer Absturzstelle. Das muss eine dieser Luxuskreuzfahrtschiffe im Retro-Stil sein. Ein einziger Busch wird nicht aus, Besuch wird nicht ausreichen, um zu plündern. Also werde ich diesen Ort für zukünftige Expeditionen vormerken. Geh sofort dorthin. Metallschrott und Winterkleidung. Brauchen Technologie. Oh, die gehen immer mehr kaputt. Wir brauchen unbedingt Elektronik. Wir werden Xiao nicht mehr losschicken.
Die soll sich dann lieber hier um Plündern und Abbauen kümmern. Es hat aber fast gereicht, hier alles wegzuholen. Das heißt, das nächste Mal, wenn Insekten relativ nah sind, holen wir die weg. Ich weiß, dass da oben welche sind. Aber Berg zu besteigen ist jetzt auch nicht gerade nicht anstrengend. Wichtig ist ja, dass hier repariert wird, ne? Ich werde ihn hier mal verbieten, damit die ganzen Metalllegierungen da nicht reingehen. Wir müssen bei dem Mech ja eh drauf warten, dass hier erstmal das Ding gebaut wird. Genau, hier ist wichtig. Hol da mal 1 Milliarde Elektronikteile raus. Nee, sowas brauche ich nicht. Okay, Vivian stellt Elektronik her. Davon aus, dass wir diese 500 Strom auch halten müssen für eine bestimmte Zeit. Deswegen ist schon sinnvoll, auch die Batterien zu bauen, auch wenn die teuer sind. Am besten wäre natürlich, wenn wir so eine Expedition finden, wie mit dem Supercomputer, wo wir nur Elektronik rausbekommen. Cool, wie das so die Form ändert. Wie war das nochmal? War das so? Ja, sehr gut. Nee. Es war andersrum. Aber gut, wir hatten den kopiert, das heißt, es ist genauso wie bei dem anderen.
Die Waffen lasse ich ganz unten, weil im Prinzip sind die nicht so wichtig. Ember forscht. Silvester wird für Ember überbewertet. Ember will lieber neue Technologie finden. Jetzt müssen wir wohl doch noch mal wen hinschicken. Komm, wir schicken Xiao, weil wenn ich nehmen wir mal an, ich würde jetzt Maki schicken, hätte ich nämlich sonst überlegt. Dann geht die dahin, ist aber physisch nicht so stark, dass die was hochheben kann und wir verlieren wieder eine Technologie. Du wolltest sie doch nie losschicken. Ich weiß. So viel Metall. So. Alter. Der gesamte Bereich ist mit Gegenständen aus dem Waffendeck eines Schiffs übersät. Der Ort ist scheinbar ruhig und wird von einem einzigen Geräusch beherrscht, der automatischen Stimme einer Selbstzerstörungsalarm, das gegen Null zählt. Ich habe Zeit, einen einzigen Gegenstand zu holen. Dann nehmen wir das Spec Ops Schienengewehr. Stellt Elektronik her. So, vielleicht ist es mein Wunschdenken, aber ich glaube, dass ich in der Ferne ein Haus sehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, denn es ist stark mit Grünzeug bewachsen. Geh sofort dahin. Ich habe ein kleines Haus gefunden, dessen Dach halb versunken und halb von Ranken und Schößlingen überwuchert ist. Es sieht aus, als hätte hier schon lange niemand mehr gewohnt. Ich habe ein paar Ressourcen geplündert, die vielleicht von Nutzen sein könnten. Ich habe auch ein kleines Tabu gefunden, aber seine Seiten sind von Regen und Wind fast ganz ausgewaschen worden. Die Daten stammen von vor 50 Jahren. Ich frage mich, was mit der Person passiert ist, die darin geschrieben hat. Das werden wir wohl nie erfahren. Wäre aber schon cool, wenn wir das erfahren könnten. Ah, Vivian macht's richtig. Silvester wird überbewertet. Da muss einfach Elektronik hergestellt werden. Feiert ihr Silvester? Ich habe schon seit Ewigkeiten kein Silvester mehr gefeiert. Auch wenn ich bis jetzt noch nie Nachtschicht über Silvester hatte. Komischerweise. Ich hatte bis jetzt immer Glück gehabt. Habe aber trotzdem schon ewig nichts mehr Silvester gefeiert. Klar, man trifft sich mal dann über Silvester mit Freunden und sowas, feiert Neujahr, aber ich gehe nicht raus, um Raketen oder zu böllern. Ist für mich die schlimmste Umweltverschmutzung, die so unnötig ist. Also, damit will ich jetzt nicht sagen, dass es die schlimmste Umweltverschmutzung ist,
Ich finde, das ist die unnötigste Umweltverschmutzung. Und das macht sie so schlimm für mich, weil sie einfach so unnötig ist. Da hat niemand was von. Da ist auch irgendwie nichts cool dran, da rumzuböllern. Als Kind habe ich das anders gesehen, ne? Aber da war ich auch noch nicht so bewusst wie heute. Weil ich kann mich noch gut dran erinnern, einmal Silvester bin ich durch die Stadt gegangen. Ich konnte nicht mehr atmen. So schlimm war das mit dem Feinstaub von dem ganzen Geböllere. Ich habe richtig Atemprobleme gekriegt. Unnötige Umweltverschmutzung. Dass das nicht verboten wird, verstehe ich auch nicht. Aber ist ja sowieso so, ne? Wenn dann mal sowas Vernünftiges in Betracht gezogen wird, was tatsächlich sehr gut für Klimawandel und Umweltschutz wäre, dann wird das natürlich dann von der Bevölkerung richtig negativ aufgenommen, gibt richtig Hate-Wellen und sowas. Aber gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.